Am nächsten Tag ist Marc Westerhofen mit Nesrin Yaman auf Streife, als sie der Notruf einer verzweifelten Mutter erreicht. Spielst du meiner Bitte gehen Sie. Nein. Du hältst sie hier gefangen. Ich weiß es doch. Bitte gehen Sie. Danke. Tag, schön. Hallo. Guten Tag, was ist denn hier los? Also meine Tochter Laura wird vermisst. Ich suche sie. Und sie ist mit Sicherheit hier bei den Punks hier. Das wissen Sie ganz genau? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich habe hier mein das Haarband von ihr gefunden. Wo haben Sie denn das gefunden? Das habe ich hier vorne gefunden. Hier vorne, okay. Und sie war wie heißen Sie denn erst einmal? Also ich bin Ingrid Neumann, Tochter 17 Jahre, Laura. Laura Neumann. Genau. Okay, und seit wann wird sie vermisst? Heute Morgen. Seit heute Morgen? Genau. Mhm. Ich war auf Geschäftsreise und bin dann direkt hierher gekommen, weil mein Freund, der Björn, der hat mir eine Nachricht geschrieben. Und auf dem Handy und hat mir geschrieben, die Laura, ich zeig's Ihnen, ist verschwunden. Und okay. Er macht sich große Sorgen. Wie lange waren Sie denn weg, Frau Neumann, auf Geschäftsreise? Wie lange ging das? 3-4 Tage. 3-4 Tage. Und in diesen 3-4 Tagen hat Ihr Lebensgefährte auf die Tasche. Die Nachricht. Also, Moment. Entschuldigung, Schatz, ich glaube, alles gut. Okay. Und ich bin sehr beunruhigt jetzt. Er hat jetzt geschrieben, Laura ist weg. Mach mir große Sorgen, such nach ihr. Melde dich bei mir, wenn du zu Hause bist. Ja, kurze Frage. Das Mädchen schon mal gesehen? Kenne ich nicht. Die ist mit Sicherheit hier. Zeig mal. Sie treibt sich doch die ganze Zeit hier seit Wochen hier rum. Natürlich. Wie heißen Sie denn? Erik. Erik, weiter? Erik Lorenz. Lorenz. Herr Lorenz, okay, also die Dame vermisst ja ihre Tochter. Als erstes würde ich Sie erstmal bitten, die Bierflasche wegzupacken, ja? Stellen Sie den Anhänger oben rein. Genau. Alles gut. So. Und Sie wollen uns jetzt sagen, dass die Dame nicht bei Ihnen ist, beziehungsweise nicht in dem Bereich. Ganz kurz mal, Frau Neumann, dann haben Sie auch mit Sicherheit gar kein Problem damit, wenn wir uns mal kurz umschauen, oder? Ich habe doch auch Ihr Haarband jetzt eben. Frau Neumann, halten Sie sich mal ganz kurz bitte im Hintergrund auf. Also Sie haben ja nichts zu verlieren. Wenn Sie sagen, dass die Laura nicht bei Ihnen ist, dann möchten wir uns nur ganz kurz vergewissern. Und wenn sie wirklich nicht da ist, sind wir ganz schnell wieder weg, ja? Das kann ich Ihnen versprechen. Wenn es sein muss. Alles klar, wunderbar. Dann schauen wir doch mal. Nach Ihnen gerne. Wir folgen. Wo kommen wir denn mal zuerst reingucken? Hier gibt es eigentlich wirklich nicht viel zu gucken. Das ist halt unsere Bude. Was mit der hier? Kommen wir da rein mal gucken? Das ist meine Bude. Aber da ist sie ganz sicherlich nicht drin. Ich werde auch keine Person da drin verstecken. Aber ich kann ja mal trotzdem mal reingucken. Ne? So. Bitte. Eindeutige Anzeichen sind das jetzt nicht. Ist das okay? Ist okay. Nein, wir wollen Sie ja entlassen, hat ja die Kollegin Ihnen gerade eben schon gesagt. Bleiben Sie mal kurz hier, ne? Ach, was ist das denn hier? Echt jetzt? Oh mein. Hast du was? Ja, sagen wir mal so. Also das, was wir suchen, haben wir nicht gefunden. Aber was Sie da hinten veranstalten, was ist das? Schnaps? Ja, irgendwer muss das Geld doch kommen. Wissen Sie? Gut, ist jetzt für uns eigentlich eine blöde Sache, weil das nennt man bei uns nur ein Zufallsfund. Und das, was Sie da drüben haben, das dürfen Sie nicht haben, das wissen Sie. Das werden wir aber dann zu einem späteren Zeitpunkt erstmal sicherstellen müssen. Dann, ne? Ja. Da läuft es nichts mehr weiter. Wir suchen aber trotzdem nämlich eine Person und die ist vermisst. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir hier jetzt so einfach gehen sollten. Hier. Weil ich glaube nämlich also schon. Also 100% bin ich mir sicher. Hello, sie hält sich die ganze Zeit, also seit Wochen hier in dem Gelände auf. Okay. Komm mal gerade hier. Sie bleiben mal bitte ganz kurz hier. Hörst du das? Was ist denn los? Bitte jemand. Hallo? Hörst du das Gestöhne? Nee, das kommt von da hinten. Was? Echt jetzt? Ach du Schande, hier liegt einer. Hey, was ist denn los? Geht's Ihnen gut so rein? Alles okay? Ja. Alles gut? Kommen Sie hoch? Ja, ich komm hoch. Ganz langsam aufstehen. Sie haben mal ganz schön eine Welle da am Kopf. Was ist passiert? Der Banker hat mich niedergeschlagen, einer der Banker.
Hier, Radar, wir hatten ja auch gesehen. Einer von der Panga, da so eine Statue. Okay, wir versuchen jetzt ganz kurz mal hier rauszugehen. Ganz langsam, ganz vorsichtig, nicht stolpern und nicht stürzen. Okay. Wir haben jetzt hier draußen eine Person, kommt aus der Szene. Es könnte natürlich sein, dass er wahrscheinlich Sie und Sie ihn vielleicht auch wieder kennen. Okay. Kennen Sie den sofort wieder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Erstmal ganz kurz, brauchen Sie einen Arzt? Nein, ist okay, das dauert 2 Minuten, alles okay. Jetzt zeigt sich nicht nur, ob der verdächtige Punk für die Körperverletzung verantwortlich ist, sondern auch eine andere, bisher ungeahnte Verbindung zwischen den Beteiligten. Björn, was machst du hier? War der das hier? Der war das, ja. Der hat mich niedergeschlagen. Also jetzt mal ganz kurz, das ist alles ein bisschen verwirrend. Komm, Sie kennen sich? Ja, das ist mein Freund. Das mein Lebensgefährte, Björn Schwarz. Das ist der Björn, der die Nachricht an die Frau Neumann geschickt hat, dass sie Laura vermisst. Ich habe mir halt wegen ihrer Tochter Sorgen gemacht und habe sie halt nicht erreicht. Ah, Sie wollten sie selbst suchen, sozusagen. Die Tochter, ja, natürlich. Und deswegen sind Sie hergekommen. Ja, und da ist Erwin Verrückter auf mich los, warum auch immer, und gibt mir eine und ich bin da halt umgekippt. Aber also Sie können ihn zu 100%... Ja, natürlich, das ist ja nicht lange her, das war ja vor wenigen Minuten. Herr Lorenz, verschwenden Sie unsere Zeit nicht. Was ist hier jetzt los? Herr Lorenz, ich sage jetzt ganz kurz, eine Ansage von mir. Wenn Sie nicht kooperieren, nicht mit uns spielen, hier ist ein vermisstes Mädchen. Ja, und wir wollen wissen, ob es dem Mädchen gut geht. Innerhalb von 15 Minuten steht hier eine Hundertschaft, da ist der ganze Laden dicht. Also, wo ist das Mädchen? Ja, sie versteckt sich hier. Und wo? Irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten, dann zeigen Sie mir mal das irgendwo. Absolut. Los, gehen Sie mal vor und Sie bleiben hier, Sie bleiben hier. Ne? Ich wollte Sie nicht in der Gefahrenzone haben. Hier müsste drin sein. Hier ist die Laura drin. Und da sind Sie sich sicher. Ja. Bleiben Sie mal hier, ne? Nicht weglaufen. Marc, schau mal. Oh, ist doch das? Blut, oder? Ist das Ihr Blut, Herr Lorenz? Nein. Sondern von der Laura? Ja, das ist von der Laura. Marc, schau mal. Das ist von der Laura, das sahen Sie uns auch noch. Hier ist überall Blut dran. Okay. Laura? Hier ist die Polizei, mach bitte die Tür auf. Du bist die Laura, richtig? Ja. Geht's dir gut? Nein. Was ist denn los, Laura? Du brauchst keine Angst mehr zu haben, ja? Du bist in Sicherheit, Laura. Wir sind hier. Alles ist gut. Mhm. Du blutest. Hast du Schmerzen? Ja. Was ist denn los? Warum bist du hier? Deine Mama sucht dich und die macht sich total verrückt, weil sie dich nirgends findet. Ich hab Angst. Du hast Angst? Warum? Vor dem Herrn Lorenz? Nein, das ist mein Freund. Vor wem hast du denn Angst, Laura? Das kann ich nicht sagen. Doch, das kannst du mir wirklich sagen. Du bist in Sicherheit. Dir wird nichts passieren. Du musst nur mir vertrauen, okay? Das macht alles schlimmer. Laura, du brauchst wirklich keine Angst mehr zu haben. Wir sind hier und wir helfen dir. Was ist los? Ich wurde geschlagen. Von wem? Von Björn, den neuen Freund, von meiner Mutter. Der Björn, der jetzt auch gerade hier ist? Ist der hier? Alles gut, Laura. Du brauchst keine Angst zu haben, wir sind da. Er wird dir nichts mehr antun. Er hat dich jetzt gerade geschlagen, deswegen blutest du? Nein, also meine Mutter war auf Geschäftsreise und da war ich mit Björn alleine zu Hause und da war noch alles schön und gut und so. Und dann hatten wir eine kleine Auseinandersetzung. Und daraufhin wurde er aggressiv und hat mich geschlagen. Und weil ich nicht wusste, was ich machen soll, bin ich dann hierhin zu meinem Freund. Und Björn hat mich dann verfolgt. Und dann in der Rangelei hat er mir aus Versehen so einen Ellbogen ins Gesicht gehauen. Und mein Freund hat mir dann geholfen. Okay, Laura, hat er dich nur geschlagen bis jetzt? Oder ist da noch was anderes passiert? Ja, aber öfter. Die ganzen Hämatome hast du von ihm? Ja, ich hab noch mehr. Okay. Und das ist von heute oder ist das schon öfter vorgekommen? Schon öfter vorgekommen, seitdem meine Mutter weg war. Nesrin Yaman informiert umgehend Marc Westerhofen über das Familiendrama, das sich in Abwesenheit der Mutter abgespielt hat. Endlich wird der Stiefvater zur Rechenschaft gezogen. Ich muss mich wirklich zurückhalten.
Aber es könnte sonst sein, dass ich hier gleich wirklich ganz böse Übels ausflippe. Wissen Sie auch warum? Nein, ich... Wenn ich Sie jetzt nach Ihren Hobbys frage, will ich hoffen, dass Sie noch andere Hobbys haben, als kleine Mädchen zu schlagen. Was? Ich schlag Sie hören mir, warten Sie, ganz kurz. Und ich sage Ihnen das deswegen, ja. Die Laura hat uns alles erzählt. Und warum die so aussieht, das wissen auch Sie ganz genau, Herr Schwarz. Nein. Weil Sie... Sie hören mir zu. Passen Sie auf. Sie hören mir zu. Ja. Weiter zuhören. Okay, okay. Das war nicht das erste Mal. Ja, das ist mehrmals passiert. Jetzt passen Sie auf. Ich sage Ihnen jetzt noch eine Sache. Sie sind jetzt gerade beschuldigt an einem Strafverfahren. Nee. Ich? Sie, ganz genau. Und Sie müssen jetzt überhaupt gar nichts mehr zu dieser Sache aussagen. Und ich empfehle Ihnen das auch, gar nichts mehr zu sagen. Weil alles das, was Sie jetzt sagen, das wird in der Verhandlung gegen Sie verwendet werden. Sie können sich einen Anwalt nehmen und okay. Dann ist hier erstmal Ruhe im Karton. Okay. So ist die Nummer jetzt. Das ist nämlich das, was passiert ist. Du bist das Allerletzte. Weißt du das? Da möchte ich aber Strafanzeige anstellen. Bitte. Strafanzeige. Hau ab. Der Stiefvater muss sich wegen Körperverletzung und Misshandlung vor Gericht verantworten. Seine Frau hat sich umgehend von ihm getrennt.